Ich wollte sagen, dass die Klimazonen auf der Kugelerde nicht so funktionieren können, wie uns die sogenannte Wissenschaft erklärt. Was sind jetzt überhaupt Klimazonen? Es sind Gebiete, in denen ein ähnliches Klima herrscht. Ist bekannt, können wir überspringen. Schauen wir uns das jetzt etwas genauer auf der Murmel an. Hier befindet sich die Erdachse. Dann haben wir hier den Äquator. Dort den Wendekreis des Krebses und hier den Wendekreis des Steinbocks. Hier und hier befinden sich die kalten Zonen von Arktis und Antarktis. Hier befindet sich die gemäßigte Zone, die wir auch dort finden. Daran schließen sich die Subtropen an. Und zum Schluss die Tropen, die heißeste Zone der Erde. Wie sollen diese Klimazonen jetzt auf dieser dank eines Asteroiden um 23,5 Grad geneigten Kugelerde entstehen? Sie sollten außerdem bedenken, dass diese Neigung von 23,5 Grad durch den Zufallscrash genau die Breitengrade des Wendekreis des Krebses und des Wendekreis des Steinbocks entsprechen. Ach was, na das ist ja wirklich mal ein doller Zufall. Mann vom Stamme der Ostfriesen, ne? Das ist ja etwa so, als wenn ich eine vor mir stehende Straßenlaterne betrachte, meinen Kopf um, sagen wir, 20 Grad nach links neige und die Laterne sich in meinem Sichtfeld aber scheinbar um ebenso 20 Grad nach rechts neigt. Irre. Das ist allerdings kein Zufall, sondern Grundschulgeometrie. Schon mal was von Dreiecken gehört? Oder von Winkeln? Gegenwinkel? Wechselwinkel? Sowas? Irgendwas? Kannst du überhaupt schon zählen? Ich meine, wenn man sich deine Rechenkünste bisweilen so anschaut. Wenn es eine Erdrotation geben würde, wie viele Kilometer wären das bei 4 Stunden? Wenn wir 24 Stunden zugrunde legen, dann sind das 24 Stunden bei 40.000 Kilometer. 24 durch 4, das sind 3 Mal, ne? 24 durch 4? Nee, 24 durch 4 sind 6, ne? 6. 8. Ja, 8, genau. Ja, 8. Ein echter Profi. Aber zurück zum Thema. Die Wendekreise haben zwangsläufig dieselben Werte wie die Erdneigung. Denn diese ist ja gerade der Grund für deren Existenz. Wäre die Erde um 45 Grad geneigt, lägen auch die Wendekreise bei 45 Grad Nord bzw. Süd. Und wäre die Erde gar nicht geneigt, dann stünde die Sonne immer 90 Grad über dem Äquator und es gäbe überhaupt keine. So einfach ist das. Dann haben wir hier den Abstand von 149 Millionen Kilometer der Sonne zur angeblich um 23,5 Grad geneigten Erde. Ein geringer Teil der angeblich riesigen Sonne soll dann die Kugelerde bestrahlen, beleuchten und erwärmen. Was im sogenannten Universum mit dem restlichen Sonnenlicht passiert, also was das Licht alles noch beleuchtet und erwärmt, können Sie sich einmal fragen. Also wenn du schon so auf den Größenverhältnissen rumreitest, dann solltest du aber auch den Abstand berücksichtigen und diesen nicht komplett unterschlagen, Mann vom Stamme der Frostriesen. Deine Darstellung hier ist also völlig irreführend. Davon abgesehen ist auch die Frage unsinnig, denn die Sonne strahlt schlichtweg in alle Richtungen und beleuchtet damit alles, was noch so in unserem Sonnensystem herumturnt. Die Strahlungsintensität nimmt dabei mit dem Quadrat der Entfernung ab. Merksatz, je weiter, desto kalt. Und der mit Abstand größte Teil der Strahlung, der auf keine Materie trifft, der verteilt sich großzügig im Weltraum. Fertig. Frage beantwortet. In der Vergrößerung sehen wir die Sonneneinstrahlung jetzt noch deutlicher. Das Sonnenlicht kommt aus den Tiefen des Weltraums und trifft auf die Erde. Erstens, der Winkel der Einstrahlung soll verantwortlich sein. Je steiler die Strahlen auftreffen, also je mehr sie sich dem 90-Grad-Winkel nähern, desto höher wird die Temperatur. Hier treffen die Sonnenstrahlen am steilsten auf die Kugelerde. Es ist die Region des Wendekreises des Krebses mit subtropischen Temperaturen. Obwohl diese Region am dichtesten zur Sonne liegt und hier die Sonnenstrahlen am steilsten eintreffen, in einem Winkel von 90 Grad, herrscht hier nicht die höchste Temperatur, denn die herrscht ja in den Tropen, in der Region nördlich und südlich des Äquators. Deshalb ist die Aussage der sogenannten Wissenschaft falsch. Ja, du lehnst dich ja ganz schön weit aus dem Leuchtturmfenster, Mann vom Stamme die Rotzniesen. Dir ist schon aufgefallen, dass du hier nur einen einzigen Tag des Jahres betrachtest, nämlich den der Sommersonnenwende,
Und ja, genau an diesem Tag und nur dann steht die Sonne 90 Grad über dem nördlichen Wendekreis. Denn das ist quasi die Definition eines Wendekreises. Während des folgenden halben Jahres verändert sich der Einstrahlwinkel aber und die Sonne wandert zum südlichen Wendekreis. Und dann wieder nach Norden. Warum? Weil die Rotationsachse der Erde nahezu stabil im Raum steht und annähernd immer in die gleiche Richtung zeigt. Auch während ihres jährlichen Umlaufs um die Sonne. Zur Sommersonnenwende zeigt die Erdachse also in Richtung Sonne, zur Wintersonnenwende von ihr weg. Genau diese Tatsache unterschlägst du aber wohlweislich, indem du dir nur einen einzigen Tag des Jahres rauspickst und daraus falsche Schlüsse ziehst. Man könnte auch sagen, du manipulierst. Zweitens, weiter hieß es, der sogenannte Äquator ist die dickste Stelle der Weltkugel. Hier treffen die Sonnenstrahlen fast senkrecht auf den Boden. Dort ist es also sehr heiß. Der Äquator liegt in der tropischen Zone. Der Äquator ist laut der Theorie zwar die dickste Stelle der Erdkugel, aber durch die angebliche Neigung dieser Kugel treffen die Sonnenstrahlen nicht senkrecht auf diese Region, wie Sie es hier sehen können. Außerdem ist diese Region auch weiter von der Sonne entfernt, wie Sie hier sehen. Es kann also hier auch nicht heißer sein als dort. Die Sonnenstrahlen treffen am Äquator nicht senkrecht auf die Kugel, somit kann es dort auch nicht am heißesten sein. Deshalb ist auch diese Aussage der sogenannten Wissenschaft falsch. Gleiches Problem wie eben, Mann vom Lande der Obstwiesen. Du ziehst einen einzelnen Tag des Jahres heran und ignorierst alle 364 anderen. Zudem ist der von dir bemängelte größere Abstand des Äquators zur Sonne vollkommen irrelevant. Wir reden hier über rund 500 Kilometer. Was bitte sollen die für einen Unterschied ausmachen bei einer Entfernung von rund 149 Millionen Kilometern? Das ist eine Größenordnung von 0,0003%. Also nix. Stell dir den Heizkörper in 2 Meter Entfernung vor und entferne dich von diesem um 0,0003%. Also großzügig 7 Mikrometer. Und? Wird's kälter? Brauchst einen Schal? Und schaut man sich den Sonnenverlauf über das ganze Jahr hinweg an, dann sieht man, dass die Sonne auf ihrer Pendelbewegung zwischen den Wendekreisen zweimal im Jahr, nämlich zu den Tag- und Nachtgleichen, exakt 90 Grad über dem Äquator steht, was somit auch dem jährlichen Mittelwert entspricht. Ergo ist übers Jahr gesehen die Sonneneinstrahlung am Äquator am höchsten. Die Aussage also richtig. Übrigens, solche plumpen Effekte benutzen eigentlich nur Ignoranten und Schwurbler, die keine Argumente haben und deswegen versuchen, ihre eigene Inkompetenz mit irgendwelchen billigen Bling-Bling zu übertünchen und ihrem sinnfreien Gesülze verzweifelt irgendwie Gewicht zu verleihen. Also hey, genau dein Ding. Weiter hieß es, an den Polgebieten dagegen treffen die Sonnenstrahlen sehr flach auf die Erde. Weil dadurch weniger Energie hier hinkommt, ist es dort kalt. Das nennt man die polare Zone. Hier regiert das Eis. Ja, die Strahlen würden hier flacher auf die Erde treffen. Wie hier und auch hier. Zwar gleicher Eintreffwinkel, jedoch auch gleiche Entfernung zur Sonne. Jedoch unterschiedliche Temperaturzonen. Hier die kalte Zone und dort die gemäßigte Zone. Sie haben gesehen, obwohl die Entfernung zur Sonne gleich ist und auch der Eintreffwinkel gleich ist, würde die Sonne die Erde unterschiedlich erwärmen. Im Norden verursacht sie dann immer die Kaltzone und im Süden immer wärmere Zonen. Deshalb ist auch diese weiter oben gemachte Aussage der sogenannten Wissenschaft falsch. Und schon wieder bist du im Irrtum, Mann mit Kanne am Mosttresen. Klimazonen entstehen eben nicht durch den Einstrahlwinkel an einem einzigen Tag, sondern über den Verlauf eines ganzen Jahres hinweg, den du aber komplett ignorierst. Und da ergibt sich in deiner Darstellung ein kleines Problem, denn dieser Einstrahlwinkel in der Polarregion hier ist bereits das Maximum. Ab da wird es im weiteren Jahresverlauf nur noch weniger und somit kälter. Hier unten hingegen haben wir ein Minimum. Im weiteren Jahresverlauf wird der Winkel steiler, es wird wärmer. Man kann also zwei Punkte auf der Erde nicht dadurch vergleichen, indem man sich einfach nur einen einzelnen Tag des Jahres rauspickt. Das ist Cherrypicking und eine ziemlich gängige Masche bei Täuschungen und vorsätzlichem Betrug. Also hey, genau dein Ding. Doch damit noch nicht genug. Außerdem sehen Sie deutlich, dass die Sonnenstrahlen bei dieser Kugelerde niemals senkrecht bzw. im 90-Grad-Winkel auf den Äquator treffen können.
Sie haben gesehen, dass bei einer um 23,5 Grad geneigten Erdkugel die Klimazonen niemals so entstehen können, wie uns von der sogenannten Wissenschaft erzählt wird. Es ist alles falsch und eine große Lüge. Deshalb wird häufig und gern bei der bildlichen Erklärung der Klimazonen auf die Neigung dieser Lügenkugel verzichtet oder auch beides miteinander vermischt, um es auch nur etwas erklärbar zu machen. Dass das natürlich auch wieder eine Täuschung ist, wie das ganze Konstrukt der Murmel, wird dann gerne in Kauf genommen. Gerade jemand wie du, Mann im Handel mit Strohbesen, sollte das Wort Täuschung nicht unbedingt in den Mund nehmen. Das habe ich dir gerade eben aufgezeigt. Eine solche Darstellung unter Vernachlässigung der Erdneigung ist absolut legitim, denn sie zeigt das Jahresmittel der Einstrahlwinkel. Schon mal gehört? Mittelwert? Wahrscheinlich nicht. Diese Winkel schwanken natürlich im Jahresverlauf um etwa plus minus 23,5 Grad. Rund. Also die Messlatte der Erdneigung. Aber der jeweilige Mittelwert ergibt genau diese Darstellung. Es ist also vollkommen korrekt zu sagen, im Jahresmittel steht die Sonne 90 Grad über dem Äquator und 0 Grad über den Polen. Die Neigung der Erdachse musste kreiert werden, um Tag und Nacht auf der Kugelerde einigermaßen erklären zu können, was natürlich eine Lüge ist, wie das ganze Kugelmodell. Was redest du denn schon wieder für ein Blech, Mann mit Stapel von Klofliesen? Für Tag und Nacht braucht's keine Erdneigung, sondern allein die Rotation der Erde. Die Neigung ist verantwortlich für einen übers Jahr hinweg sich ändernden Einstrahlwinkel des Sonnenlichts und somit die Jahreszeiten. Denn ohne Erdneigung gäbe es die nicht. Das hat aber nichts mit Tag und Nacht zu tun. Sowas lernt man in der Grundschule. Natürlich nur, wenn man die auch besucht, ne? Und nicht stattdessen den ganzen Tag Deichschafe belästigt hat. Nicht wahr? Knack, knack. So, und weil wir gerade so gemütlich beisammen sind, lauf nicht weg, ich bin noch nicht fertig mit dir. Wie zu erwarten, gab es ja Antwortvideos und in einem Fall dann wiederum auch eine Reaktion deinerseits. Und auch da setzt du dich wieder massiv in die Nesseln. Mann vom... lassen wir das. Schauen wir nur mal einen Ausschnitt an. In Wirklichkeit ist die Sonne bei der Entfernung gerade mal einen Meter groß. Was sich so auswirken würde, rechts sehen wir die Sonne so als kleinen Punkt und links der Pixel, das ist die Erde. Ich habe das nochmal gecheckt und versucht, ob auch wirklich 11 Sonnen bis zum 11-Meter-Punkt hinkommen und wie man sieht, das passt. Ja, dann wollen wir mal rechts den kleinen Punkt als Sonne platzieren und auf dem 11-Meter-Punkt die Erde als kleinen, kaum sichtbaren Punkt. Wieso aber 11-Meter-Punkt? Weil es so gut passt? Und was hat er gecheckt, der große Checker? Und dann hat er versucht, 11 Sonnen bis zum 11-Meter-Punkt hinzubekommen. Ja, man hat gesehen, dass es passend gemacht wurde. Was für eine Berechnung liegt hier vor? Wieso 11 Sonnen? Hat diese Person neue Erkenntnisse der NASA? Ist die Sonne jetzt größer geworden? Oder ist der Abstand Sonne-Murmel etwa geringer geworden? Troll, lassen Sie uns teilhaben an Ihren Erkenntnissen. Der Vollständigkeit halber nochmal das Original. Wenn ich allein diese Sonne sehe, in der Größe, in dem Fußballtor, da kriege ich ja schon zu viel. In Wirklichkeit ist die Sonne bei der Entfernung gerade mal einen Meter groß. Was sich so auswirken würde, rechts sehen wir die Sonne so als kleinen Punkt und links der Pixel, das ist die Erde. Ich habe das nochmal gecheckt und versucht, ob auch wirklich 11 Sonnen bis zum 11-Meter-Punkt hinkommen und wie man sieht, das passt. Aber ich empfehle jedem einfach mal so einen Planetenweg zu besuchen. Hast du mitgekriegt? Es wurde ausdrücklich betont, dass bei dieser Veranschaulichung mit dem Fußballfeld die Sonne sich in dem einen Tor befände, die Erde im anderen. Und in dieser Größenordnung hätte die Sonne einen Durchmesser von etwa einem Meter. Genau das und nichts anderes wurde hier nochmal grob nachgeprüft. Denn wenn man einen 1 Meter großen Gegenstand betrachtet, der sich im Tor eines Fußballfeldes befindet und somit 11 Meter vom 11-Meter-Punkt entfernt ist, wie oft passt dieses 1 Meter große Objekt dann in die 11 Meter lange Strecke zum 11 Meter entfernten 11-Meter-Punkt? Also 11 geteilt durch 1? Keine Ahnung. Wie auch immer du darauf gekommen bist, in deiner Antwort die Erde dort zu platzieren, an keiner Stelle des ursprünglichen Videos war davon die Rede. Du hast hier also nicht nur falsch zitiert, noch dazu natürlich ohne jede Quellenangabe, sondern sogar bewusst manipuliert und getäuscht, um nicht nur eine absurde Behauptung in den Raum zu stellen, sondern vor allem dem Autor des Videos Betrug zu unterstellen, ihn zu diffamieren und deinen erbärmlichen Spott über ihm auszugießen. Du unterstellst anderen genau das, was du selbst bist.
Du allein bist hier der Lügner und Betrüger. Von deiner himmelschreienden Inkompetenz gar nicht erst zu reden. Unnötig zu erwähnen, dass du auf diese Manipulation in den Kommentaren unter dem Video mehrfach unter Verweis auf das Originalvideo hingewiesen wurdest. Diese Kritik wurde von dir natürlich immer gelöscht, bis hin zum kompletten Deaktivieren der Kommentarfunktion. Du bist also nicht nur ein Lügner und Manipulator, sondern obendrein auch noch feige und hinterhältig. Ganz ehrlich, bei solchen Gestalten wie dir möchte man sich fast wünschen, der Klimawandel würde mal einen Zahn zulegen.